Obwohl, ich wollte ja mal gucken, ist hier ein Stall in der Nähe? Ne, hier war keiner, ne? Hier ist nur der Hehler. Vielleicht haben wir doch hier noch irgendwo einen Stall. Mal gerade auf den Index schauen. Hehler. Pferdehehler. Postkutsche, Postmeisterei, Saloon. Schneider, Stall. Der ist aber, glaube ich, zu weit weg, ne? Der ist da oben. Na gut, nützt nichts. Ich will sowieso mal hin. Dann mache ich das jetzt erstmal. Und dann machen wir gleich mit der Quest weiter. Ich beeile mich auch. Weil wenn wir einmal dort waren, haben wir vielleicht ein etwas schnelleres Pferd, weil die Kohle haben wir jetzt. 3.300 Dollar. Und dann müsste es eigentlich genug Geld für ein neues Pferd sein. Und zwar einen Araber. Wie ich gehört habe, sollen das die schnellsten Pferde im ganzen Spiel sein. Außer man reitet sie zielgerichtet gegen einen Baum, gegen einen Stein und lässt sie dadurch jämmerlich krepieren. Dann sind sie natürlich nicht mehr ganz so schnell. Ne? Aber das ist ja immer Ansichtssache. Okay. Gut, gut, gut. Huh? Halt! Hoi, 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 hoi. Wo ist meine Knarre? Steigen Sie ab! Pferd, geh doch mal weg! Interessant. Au! So nicht, mein Freund. Huch! Meine Güte, No Scope, 360. Ey, schieß dir der scheiß Hut weg, du Drecksarsch. Knarre ist gut, wieso mach ich die mit jedem... Alter Schwede, was ist denn das für eine Knarre? Ist auch noch eine Kugel? Naja, gut. Okay. Dann nenne ich auf das Pferd. Halt, stopp! Oh! Hier passieren immer komische Sachen. Plündern. Ja, und dass ich die jetzt umgebracht habe, das interessiert dich ein Scheißdreck. Sonst, sobald du jemanden abknallst und niemand in der Nähe ist, komisch hier. Ja, ja, das Pferd als Deckung nutzen. Mhm, ganz genau. So wird's gemacht, weißt Bescheid. So, schauen wir mal, hier vorne ist gerade einer von seinem Pferd gefallen. Ärgerlich. So, den haben wir geplündert. Was gibt uns das? 4 Dollar. Naja, Mensch, das lohnt sich doch. So, der hier. Oh, da hat den Erdbeersaft gelegen. Schade eigentlich für ihn. 2 Dollar. Und, was haben wir hier nochmal? Hier haben wir auch nochmal ein bisschen was. Auch nochmal knapp 2,5 Dollar. Ein bisschen was. So. Die waren hier vorne. Genau, wir haben auch gestern mal in den Online-Modus mal ein bisschen reingeschaut, der ja jetzt seit Mittwoch zur Verfügung steht, beziehungsweise Mittwoch für alle, die die Collector's Edition, nee, nicht die Collector's Edition, diese Special Ultimate Edition, wie auch immer sie heißt, vorbestellt haben. Da habe ich schon mal kurz reingeschaut gehabt und so den Prolog gemacht. Dann haben wir gestern so ein bisschen im Multiplayer gespielt. Also der Multiplayer sieht im Prinzip so aus, dass man mit anderen Leuten im Prinzip genau das gleiche macht, wie man das jetzt hier macht. Man macht halt Quests, Missionen, man kann aber auch so eine Art Battle Royale Modus spielen, man kann Pferderennen machen und das Ganze ist aber halt noch alles in einer Beta. Das äußert man, es äußert sich auch dadurch, dass das Spiel alle, weiß ich nicht wie viele Minuten abstürzt. Interessanterweise, wenn es bei einem abstürzt, stürzt es bei allen ab. Also scheinbar ist das so eine Servergeschichte. Dass da irgendwie, weiß ich nicht, die Server wegrauchen oder was auch immer. Es ist auf jeden Fall ziemlich nervig. Am Anfang ging's, da hat man irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde lang oder so gespielt und dann ging's, glaube ich, alle 5 bis 10 Minuten irgendwie sowas. Es ist anders als GTA 5, das auf jeden Fall. Das muss man wirklich sagen. Weil es halt eben auch in einer anderen Zeit spielt, schon mal deshalb eben. Aber es sieht auf jeden Fall gut aus. Viele beschweren sich natürlich darüber schon wieder. Du hast halt, online auch so eine Art Währung, und zwar Goldbarren. Das sind so eine Premium-Währung, wo du dann halt später irgendwann mal Geld für wahrscheinlich ausgeben musst, um diese zu bekommen. Genau. Das ist halt eben alles so eine Sache, wo man sich so sagt, ja, Microtransactions und man muss sie ja nicht kaufen. Also man kann diese Goldbarren auch selber erspielen. Das dauert halt ewig und 3 Tage, bis man da mal einen zusammen hat und den dann halt eben veräußern kann. Aber ich sag mal, wenn man da richtig Bock drauf hat und wenn da noch ein bisschen mehr Content reinkommt,
Also aktuell ist der Content doch ein bisschen, naja, ist ein bisschen wenig. Es geht, aber es ist, könnte mehr sein. Muss man halt mal gucken. Also was halt online zum Beispiel nicht ist, da fahren keine Züge. Man kann halt zum Beispiel offenbar nicht außerhalb einer Mission zusammen einen Zug überfallen, was ziemlich schade ist, weil das Spiel ja echt prädestiniert dafür ist, halt so einen Zugüberfall irgendwie zu planen. Aber vielleicht kommen da später nochmal irgendwie so Online-Hastes, also so Sachen, wo man wirklich einen Überfall planen kann, wie das bei GTA 5 schon war. Schauen wir mal. Das Spiel ist ja jetzt gerade raus, beziehungsweise das ist ja, wie gesagt, noch eine Beta. Und gucken wir mal, was da noch später mal alles kommt. Bin sehr gespannt, weil bis jetzt macht das eigentlich ganz gut Spaß. Genau. So, Ferdinand. Wir wollen ein Pferd kaufen. Aber den gibt's offenbar nicht hier, den Araber. Was schade ist. Hannes, bist du noch im Chat zufälligerweise? Weißt du, wo man den Araber kaufen kann? Zufälligerweise. Now that's a strong workhorse. Beta Internet Gaming, ja. Auf jeden Fall. Ausrüstung. Ansonsten müssen wir hier nochmal an Ronny ein bisschen rumdoktern. Weißt du nicht, okay. Schade. Ja, wo kriegt man jetzt diesen Araber her? Vielleicht kriege ich ihn auch später. Keine Ahnung. Satteltaschen? Was können wir denn an den Satteltaschen machen? Verbesserte Satteltaschen. Passt da mehr rein oder was? Geht leider nicht da. Dann nehmen wir den Schwarz hier. Werbung angezeigt werden, oder? Moment. Ist aber an. Hm. Hier zufälligerweise gerade unten rechts den Werbebanner gesehen? Frag für einen Freund. So, dann können wir offenbar keine anderen Pferde kaufen. Aber eine leere Box. Na gut, dann müssen wir wohl oder übel mit Ronny weitermachen. Oder ich guck mal nach, ich glaube in Saint-Denis war noch ein Stall. Das ist ein bisschen blöd jetzt, weil ich jetzt hier von Stall zu Stall reite, um halt eben, haha, Stalldienst zu haben. Nein, Quatsch, um nach Pferden zu suchen. Aber ich möchte ein schnelleres Pferd haben. Und ich weiß halt nicht, ob wir dafür jetzt aus die Story weitermachen müssen. Oder ob das einfach von Stall zu Stall unterschiedlich ist. Ich hab nichts gegen Ronny. Überhaupt nichts. Aber wenn man ein besseres Pferd haben kann, womit man schneller ist, warum nicht? Ja? Zum Beispiel so einen Gerd oder sowas. Gerd, das Pferd. Ich bin kein Stallbursche. Gar nicht. Nein, 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 nein. Den Hut setze ich mir nicht auf. Audi. So, schauen wir mal. In Saint-Denis. Es ist zwar jetzt auch wieder ein Stückchen bis da runter. Aber vielleicht lohnt es sich ja. Wenn es da jetzt auch kein Araber-Pferd gibt, dann machen wir mit der Story weiter. So, wir wollen ja heute ein bisschen was schaffen. Ne? Oh, jetzt habe ich die Einfahrt wieder verpasst. Das passiert mir so häufig in letzter Zeit. Frechheit. Ach ja. Und sonst bei euch so? Was gibt's Neues? Okay, hier braucht wieder jemand Hilfe. Schauen wir mal. Da ist wieder jemand, der in eine Bärenfalle getreten ist. Wäre ja nicht das erste Mal. Bitte. Wo auch immer du bist. Keine Ahnung. So, der eine, der liegt jetzt im Wasser. Kann ich den da noch looten? Ich muss hier nämlich aufpassen. Hier gibt es nämlich Krokodile, meines Erachtens. Ich glaube, es war hier. Oh, das waren sogar drei. Ich dachte, ich hätte nur zwei abgeballert. Okay. Oh, mal. Ja, die spielt an der Heizung. Ja, wenn man sonst nichts zu spielen hat. Habt ihr für das arme Kind nichts weiter zu spielen, außer die Heizung? Mensch, Mensch, Mensch. Ihr Rabeneltern. Nein, Spaß.
Ah, schön. So, schauen wir mal. Hier muss man nämlich, wie gesagt, auch ab und zu mal. Huch! Hallo? Nein, noch ist es nicht kaputt. Noch ist es nicht kaputt, das Pferd. Das kommt noch früh genug. Okay, hier bei der Brücke muss man manchmal aufpassen. Das sind nämlich diese Limoin-Räuber, die dann irgendwie auch mal ab und zu warten und stehen und einen dann, ja, ne, in den Rücken fallen oder so. Hey, Rabeneltern ist keine Beleidigung. Nee, was, wer war denn das? Irgendwelche Eltern. Nee, waren das nicht Raben, die ihre Kinder bei anderen ins Nest stecken und die dann da großziehen lassen? Waren das nicht bei Raben? Nee, war. Oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Kuckuck. Hatte ich's doch richtig im Kopf. Ich wollte jetzt nur nichts sagen. Sag mal. Mann, Typen gibt's. Stimmt, der Kuckuck war das. Kuckuck. Stimmt. Jetzt, wo ihr es sagt. Genau. Also müsste man. Ja, ich weiß nicht, wo dieser Spruch herkommt. Woher kommt das eigentlich, Rabeneltern? Sagt man doch so, ne? Ich glaube, ich muss dann auch gleich mal. Es wird nämlich langsam düster. Es ist gerade mal um 3 nachmittags, ne? Und wird schon fast wieder dunkel. Ich muss gleich mal Festbeleuchtung einschalten. Ja. Attacke! Ah, das wäre echt mal interessant, wo dieser fürsorgliche als Raben geht fast gar nicht mehr. Okay. Aber warum sagt man dann Rabeneltern? Also im negativen Sinne. Komisch, ne? Warum sagt man da nicht Kuckuckseltern? Oder du bist ein Kuckuckskind, keine Ahnung. Oder irgendwie sowas, weiß ich nicht. Sag mal, ey, die mit der Vorfahrt haben sie es hier auch, ne? Sag mal, ey. Junge, Junge, Junge. Wahrscheinlich, weil sie schwarz und düster sind. Das kann sein. Das kann sein. Müsste man mal evaluieren, warum das so ist. So, okay. Dann auf. Ja, los, gib mal ein bisschen Gas, Junge. Was ist denn jetzt gerade los? Er will gerade nicht schneller. Komisch. Lass mich vorbei. So, ich glaube, allzu weit ist es auch nicht mehr. Muss jetzt hier vorne irgendwo sein. Genau, hier um die Ecke. Hier ist der Stall. So, gucken wir mal, ob es hier einen besseren. Och, Junge! Er ist mir reingelaufen. So, Pferd kaufen. Steht kein Pferd zum Verkauf. Was ist denn das? Das ist doch Mist. Och, Menno. Och, Menno. Bin ich jetzt für umsonst hierher gedödelt oder was? Ich glaube, dann müsste das irgendwo in Valentine oder so gewesen sein. Naja, gut. Okay, dann sind wir von umsonst hergeritten. Schön. Toll, das freut mich aber. Nicht. Kann leider auch die Schnellreise nicht in unser Lager benutzen. Also müssen wir jetzt wieder zurückreiten. Jawohl, yay. Och. Sag mal. Auto. Ich weiß hier also. Hier ist bloß so viel Verkehr, ne? Nicht gut. Gutes Pferdi. So. Komm, gib Gas. Ich glaube, ich muss das eigentlich erstmal wieder striegeln oder irgendwie sowas. Irgendwie. War doch eben schneller. Keine Ahnung. Wie kann man sich auch auf, wenn man auf dem Pferd unterwegs ist, auf sich um das Pferd kümmern? Gehen das? Hier, ne? Hier. Das ist mal ein Apfel. Jung. Nur hat so ein bisschen die Kerne wieder aufgefüllt. Na gut. Dennoch hat das was gebracht. Naja. Na dann. So. Ach ja, eine schöne lange Allee. Was ist denn nur? To do something. All right. Where is she? It's a sack down in the swamp.
Okay. Go on, see if you can find the law. I'll do what I can. I go about finding more help. Okay. Helf ihm mit dem Revolver. Ja, ich bin mittlerweile, was das angeht, echt vorsichtig geworden, weil es gibt immer mal wieder Leute, die um Hilfe schreien und dann kommst du hin und dann klauen sie dir das Pferd. Deswegen lieber vorher den Colt gezogen, als dann, ne, den kürzeren. Oh, schönes Sprichwort. Muss ich mir merken. Lieber den Colt als den kürzeren ziehen. Ha. Ja. Brauch sicher Hilfe bei Schusswunde. Sah so aus, ne? Huch. Wo leitet mich denn dieser Wegpunkt jetzt gerade lang? Hier mitten durchs Gehölz? So. Durch die sumpfigen Sumpflandschaften der sumpfigen Sumpfvereinigung. Hier ist ein Krokodil übrigens. So. Fettes Viech. Dichter Fuchs, du? Ich bin noch nicht dicht. Bitte ich mir. So. Aber dadurch, dass das ja groß... Ne, du hast das klein geschrieben. Ist das groß geschrieben? Hm. So bin ich ein dichter Fuchs. Grrr. Ja, egal wie dicht du bist, Goethe war Dichter, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Er wird nie alt. Die Geisel. Los schneiden. Wagen, was ist denn das für eine Art hier? Kann man nie eine Frau ins Bett fesseln? Kann man schon, aber... Das ist nicht nett. Ja, hab ich. Was? Soll ich jetzt für dich auch noch sauber machen hier? Was ist denn jetzt los? Hä? Jetzt ist bestimmt die Frau die eigentliche Bedrohung. Das kann wahrscheinlich sein. Serienmörderin. Weiß man nicht, ne? Hier war doch irgendwo so ein Krokofant. Wo ist denn der? Vorne ist einer. Gucken wir mal. Hallo? Irgendwo ein? Bitteschön. Einmal was zu essen. Ach, hier war irgendwelches Kraut gerade. Das Pferd ist mal wieder nur am Keckern. So wie er das immer macht. Ja, mal mit Ruhe. Huch! Das war gerade interessant. So, bringen wir auch mal beiseite. So. Hier. Fest mal. Lasst es euch schmecken. Der Putzfrau. Ja, irgendwie sowas, ne? Okay, hier lag auf jeden Fall noch so ein Zigarettenblatt. Oh. Gerne. Kohle. Ein Zigarettenbildchen. Habe ich doch gerade eben gesehen. Wer ist denn das? Willst du von mir? Kriegt die ein Kind oder was? Lang so. Untersuchen wir mal den Sack. Sehen, wie viel da drin ist. Bestimmt 10 oder 20 Dollar, hä? Hm? 50 Dollar! Mensch. Hi. Na? Vanessa, oder? Habe ich mir das richtig gemerkt? Seit wann bin ich ein Kellner? Hä? Eine rote Putzfrau tot sehen. Rote tot. Was? Yep. Ja. Willkommen übrigens, ne? Es wird echt langsam düster, ne? Scheiße. Hm. Auf jeden Fall gleich mal echt technische Veränderungen vornehmen. Was haben wir hier für ein Tier?
Was war denn da für ein Tierchen? War es wieder eine Schlange? Ja, stimmt. Ach, um Schlangen kümmere ich mich jetzt nicht. Nicht mehr folgen. Nee. Warum ist denn meine Schulter so rot? Was ist denn da passiert? Keine Ahnung. Ah, sehr gut. Ha. Was ist denn mit dem Pferd schon wieder los? Ruhig, Brauner, ruhig. Einmal quer durch den Wald hier. So, ich würde sagen, wir machen um 15 Uhr eine kurze Pause. Also in 10 Minuten. Aber es geht dann feuchtfröhlich weiter. Also vielleicht 5 Minuten oder so. Maximal. So. Je nachdem, wie viele Kollegen uns hier noch über den Weg laufen, Fremde, die unsere Hilfe haben wollen, ja, weiß man ja nie. So, aber ich glaube, wir sind auch gleich im Lager. Sieht alles sehr lagerähnlich hier aus. Richter dich fröhlich. Ja. Was? Ja. Echt fröhlich. Ja. Hä? Nicht das, was du schon wieder denkst. Achso. Ach ja. Also von mir aus auch das. Also ich meine, wenn du dabei, ne, transpirierst beim Zugucken oder an anderen Stellungen, anderen Stellen deines Körpers. Nein, wir führen das jetzt nicht weiter aus. Sind Minderjährige anwesend, also bitte. Ach ja. Schön. So. Meine Güte, ist das echt noch so weit? Nee. Einmal quer nach links. Eine Abkürzung, würde ich mal sagen, ne? So, probieren wir mal. Ja, einfach quer durch den Wald. Nicht durchs Gebüsch. Ja. So. Schon abgekürzt. Sind wir mal im Lager. Sehr gut. Was ist denn mit diesem Pferd schon wieder los? Ja, ich bin's. Meine Güte. Frag doch nicht immer so. Oh. Mittag? Hat gerade zum Mittag gerufen. Moment. Ich komme gleich zu dir, Typ. Was denn? Wer quatscht mich denn hier von allen Seiten an? Keine Ahnung. Hat doch gerade jemand was hier gesagt, so von wegen Essen. Was ist das? Ach, das ist ein Angeljob. Nee, angeln will ich jetzt nicht unbedingt. Angeln ist langweilig. Wo stand denn jetzt eigentlich dieser Kochtopf da vorne? Alles klar, da gehe ich mal gerade hin. Und dann schnabulieren wir mal kurz was. So, ah, Schüssel, Eintopf. Eintopfschüssel. Oder irgendwie sowas. Ach ja. So, einmal schnabulieren. Ah. Oh, sieht aus wie so eine Gulaschsuppe oder sowas, ne? Mal hier in die Ego-Perspektive gehen. Oh, das ist eine Gulaschsuppe. Nom, nom, nom. Ah. Bin rein in den Hals damit. So. Der erste Teller. Gut, okay.